Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie zum Thema zu sprechen. Wasser ist mehr als H2O. Ehre das Wasser und schützt es vor Missbrauch. Mit Peter Ferreira haben wir das Buch geschrieben, Wasser und seine Salze. Das ist ein sehr dickes Buch, wie Sie sehen. Und hier haben wir vieles zum Wasser beschrieben. Mit diesem Vortrag möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das wichtigste Lebensmittel lenken, was wir besitzen, und zur Hochschätzung des Wassers im täglichen Leben anregen. Ehre das Wasser und schützt es vor Missbrauch. Diese Botschaft möchte ich Ihnen heute vermitteln. In den letzten 80 Jahren ist der Umgang mit Wasser eine Misshandlung dieses wertvollen Naturproduktes. Es wird vergeudet, es wird verunreinigt, es wird vergiftet. In der Landwirtschaft ist das Grundwasser, durch die Landwirtschaft ist das Grundwasser durch Nitrite verseucht. Bestimmte technische Betriebe, chemische Betriebe, Werke können also ihre Abwässer in die, zum Beispiel in Berlin, in die Spree lenken, und damit wird das Trinkwasser in den Mückelsee, wo die Spree einfließt, fürs Trinken unmöglich. Das war ein kürzer Bericht, der im Fernsehen gezeigt wurde. Es bahnt sich in der Tat ein Notstand an, was Wasser betrifft. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Es kommt noch hinzu, geldgierige Politiker und Unternehmer wollen das Wasser privatisieren. Na, das wäre nun das Letzte. Wasser ist Teil der Natur des Menschen und gehört uneingeschränkt jedem Menschen. Wasser ist für jeden Erdenbürger faktisch flüssiges Gold. Leider werden die Menschen, wissen die Menschen viel zu wenig vom Wasser und dem Wert des Wassers. Ich will Ihnen kurz ein paar Daten sagen. Jeder deutsche Bundesbürger soll täglich 150 Liter Wasser im Durchschnitt verbrauchen. Aber nur 3% davon, das sind also 4,5 Liter, werden zum Trinken und zum Zubereiten der Nahrung verwendet. Das ist also Verschwendung. Chemisch ist bekannt, dass Wasser als H2O bezeichnet wird. Also besteht aus Wasserstoff und den Sauerstoff, das sind beides Gase, und damit ist also dieses wunderbare Element entstanden. Unter physikalischen Aspekt haben wir einiges anderes zu verzeichnen. Da können wir feststellen, dass das Wasser Cluster bildet. Und da sind die Wassertropfen faktisch oder Wassermolekülklumpen, Molekülcluster, und in dem Zwischenraum befinden sich dann Substanzen, zum Beispiel Elektrolyte, also Mineralien und so weiter, die dem Wasser, jedem Wasser das Gepräge geben. Jedes Wasser ist durch andere Substanzen gekennzeichnet. Natürlich können auch Gift hier im Wasser sein und zur Vergiftung führen. Das müssen wir verhindern. Vor allem für das Trinkwasser. Und je kleiner die Cluster sind, umso besser umso höher ist die Qualität des Wassers. Wenn große Cluster sind, ist die Qualität nicht gut. Und durch Verwirbelung kann man diese kleinen Cluster herstellen. Und überhaupt Wirbel und Wellen sind in der Natur, im Wasser, überall zu finden. In jedem Fluss finden Sie Wirbel, finden Sie also Wellen. Und die schaffen also ein wertvolles Wasser, was dann zum Trinken möglich ist. Und noch etwas Neues, was bisher wenig beachtet wurde.
In der Schule haben sie gelernt, dass Wasser 3 Aggregatzustände hat. Also flüssig, fest, also als Eis und als Dampf. Nun, in den letzten Jahren ist festgestellt worden, dass es noch einen weiteren gibt. Das heißt kollidal oder kristallin. Zum Kollidal muss ich einiges sagen. Kollidale Lösungen enthalten Teilchen zwischen 100 und 1 Nanometer. Und diese Teilchen sind in Spannungszustand. Und somit wird die kollidale Lösung der Schwerkraft entzogen. Alle unsere Körperflüssigkeiten, Blut, Serum, Lymphe, Urin, Schweiß, alles ist im kollidalen Zustand. Wenn das nicht so wäre, würden wir keinen Blutkreislauf haben. Dann könnte nicht das venöse Blut zurückfließen. Denn kollidale Flüssigkeiten entziehen sich der Schwerkraft lassen sich nicht beeinflussen. Deshalb ist kollidale Lösung, kollidales Wasser so ganz wichtig und ist die Untersuchungen, die vorliegen, das Trinken von kollidalem Wasser fördert die Gesundheit. Und noch etwas. Wasser ist auch ein Informationsträger. Vom Siliziumdioxid ist bekannt, wenn es kristallisiert ist, also zum Beispiel Quarz, dass es also ein Informationsträger ist. Er spielt heute in jeder Computertechnik eine Rolle. Aber das Wassermolekül und das Siliziumdioxid-Molekül sind Tetraeder und haben große Ähnlichkeiten. Und so gibt es also Untersuchungen, zum Beispiel durch den Japaner Emoto, der ein Buch geschrieben hat, die Botschaft des Wassers. Er hat das Wasser entweder Musik reingegeben oder Worte gesprochen und dann sofort das Wasser erfrieren lassen. Und in diesem Fall konnte er dann aus den Kristallen die Informationen, die er reingesprochen hatte, entnehmen. Aber er ist nicht der Einzige. Auch an der Universität Stuttgart hat es derartige Untersuchungen gegeben unter Leitung von Professor Bernd Kröblin. Er hat übrigens ein Buch geschrieben, das ist herausgekommen, die Welt des Tropfen, wo alles ausführlich beschrieben ist und auch wissenschaftlich fundiert. Er sagt, dass das Wasser darstellt einen Zusammenhang zwischen Geist und Materie. Und er hat auch gezeigt, dass Wasser Informationsträger ist. Und das Wasser, wenn es zum Beispiel austrocknet in einer Trockenkammer, dass es sich zum Kristall ändert und infolgedessen Informationsträger wird. Hier ist der Vorgang eines Wassertropfens in einer Trockenkammer bis zum Schluss bilden sich solche Kristalle und die können Informationsträger sein. Professor Kröblin beschreibt weiter, dass die verschiedenen Brunnen ganz unterschiedliches Wasser haben, wenn man die Tropfen so untersucht, also das heißt eintrocknen lässt. Sie sehen hier verschiedene Wasser aus dem Bodensee, aus Brunnen in Elsass und so weiter. Und man kann also mit diesen Methoden die Qualität des Wassers bestimmen und auch was für Mineralien und was für Elektrolyte enthalten sind. Aber ganz besonders naturgemäß kommen zu uns auf die Erde die Schneeflocken, die also auch Kristalle darstellen und eine großartige Schönheit entwickeln. Und es gibt Untersuchungen von einigen amerikanischen Wissenschaftlern, die gesagt haben, die 10.000 von Schneeflocken untersucht haben und dass kaum eine die wiederholte Struktur hat wie die andere. Immer wieder neue Schönheiten schafft die Natur.
Also Wasser ist eine Elektrolytflüssigkeit und keine neutrale Flüssigkeit. Die Ionenzusammensetzung des Wassers ist sehr unterschiedlich. Und das müsste man immer untersuchen. Und so muss man auch die Cluster untersuchen, ob die klein genug sind. Und Wasser ist damit ein heilender Wirkstoff ohne Nebenwirkungen. Der bekannte Wasserhydrotherapeut Sebastian Kneipp hat geschrieben und die Leute angehalten, lernt das Wasser und seine Anwendungen und Wirken recht kennen und es wird euch Hilfe bringen. Er selbst hat als Student, war er krank, lungenkrank und hat immer in kaltem Wasser gebadet und ist gesund geworden. Ich möchte jetzt schon noch etwas sagen, dass wir auch ausreichend Wasser trinken müssen. Ein iranischer Wissenschaftler, auf den ich noch zurückkomme, hat gesagt, sie sind nicht krank, sie sind durstig. Gerade ältere Menschen trinken zu wenig. Das Wasser war schon als Heilmittel in der Antike bekannt. Wenn man also in Griechenland oder in der Türkei die entsprechenden Asklepios-Zentren besucht, erfährt man, dass man dort Heilweiter anwendete, dass Umschläge gemacht wurden und dass vor allen Dingen Trinken vom Wasser sehr wichtig war. Wir müssen wissen, dass die Erde, unser Planet, die Oberfläche zu 71% mit Wasser bedeckt ist. Der menschliche Körper besteht auch aus etwa 75% Wasser und nur aus 25% festen Stoffen. Und das Gehirn hat sogar 86% Wasser. Es ist sehr empfindlich gegen Wassermangel, das müssen wir sehen. So, Wasser ist ein ganzheitliches Heilmittel. Wir können das also als kaltes Wasser, als Bad oder Dusche verwenden. Es kräftigt, vitalisiert, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen, erhöht auch den erhöhten Blutdruck, macht es niedriger. Kalte Wasserwickel kann man bei Fieber, bei Entzündungen anwenden. Eiswasser zum Beispiel stoppt Blutungen, lindert Schmerzen, Hämatome können also mit Wasser beseitigt werden, also Blutergüsse. Und auch bei Insektenstichen hilft Eiswasser. In Russland gibt es das Eisbaden im Winter. Man schlägt Löcher in den See und steigt dann ins Wasser ein und geht dann natürlich anschließend in die Sauna, das muss ich aufwärmen. Aber das erhöht die Widerstandsfähigkeit, die Resistenz, stärkt das Immunsystem. Und der Dampf wird auch für Bäder, zum Beispiel für Sauna, für die türkische Hammam und auch für die russische Dampfsauna verwendet. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, dann einzuatmen. Und auch hier wird wieder das Immunsystem gestärkt und die Widerstandskräfte erhöht. Und kolloidales Wasser ist vor allen Dingen zum Trinken sehr wichtig oder sehr gut. Und es kann also als Heilkraft, hier gibt es auch entsprechende Untersuchungen, verwendet werden. Wenn wir zur Heilkraft des Wassers sprechen, dann müssen wir noch beachten zwei Begriffe. Hydratation, das heißt Anreicherung des Gewebes, des menschlichen Körpers mit Wasser. Und Dehydration, Austrocknen des menschlichen Körpers durch mangelnde Zufuhr von Wasser. Die Zellen verdursten und das ist bei vielen Menschen wird das festgestellt, dass sie zu wenig trinken und die Zellen dann Trockenflaumenform annehmen, also keine Hydratation haben. Und nun wichtig ist, dass also Mangel immer wieder
zugeführt werden muss, nicht wenn ich Durst habe, sondern regelmäßig. Die älteren Menschen haben gewöhnlich nicht, das Durstgefühl ist nicht da, aber sie müssen regelmäßig trinken. Und wir unterscheiden im Körper interzelluläres, also in der Zelle befindliches Wasser, das sind 60%, extrazellulär, also um die Zelle herum, und 8% sind nur im Blut. Und wenn das intrazelluläre Wasser, das nimmt als erstes, wenn Sie nicht trinken, wird das reduziert und da werden die vertrocknen die Zellen. Und jetzt möchte ich noch einmal zu den Dr. Batmanghelidzh, einem iranischen Arzt, kommen und erzählen. Er hat ein Buch geschrieben, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig, und weist nach, dass das Wasser ganz wichtig ist, überhaupt um gesund zu sein. Und er war also ein Wissenschaftler, ein Arzt, und als 1979 die Revolution war, wurde er, weil er aus einer höheren Klasse an, zum Tode verurteilt und kam in das große Gefängnis, wo über 2000 Gefangene waren. Und war eines Nachts schrie ein Mann, dass er Magenschmerzen hatte. Und da er der einzige Arzt war und aber nichts weiter als Wasser hatte, gab er den Menschen Wasser. Und das Ergebnis war, dass die Magenschmerzen nachließen, und als er nochmal Wasser gab, war das noch mehr. Und da er Wissenschaftler war, hat er jetzt angefangen, die Menschen alle dort, die ständig unter Stress waren, mit Wasser zu behandeln. Und er hat als Wissenschaftler eine Arbeit zusammengeschrieben, und als er man ihn bestellte, wo man vielleicht die Todesstrafe bestätigen wollte, hat er gesagt, hier habe ich eine wissenschaftliche Arbeit, die unserem Lande gut zu Sicht steht, wenn Sie mich auch erschießen. Ich möchte aber, dass er das veröffentlicht. Daraufhin wurde seine Todesstrafe aufgehoben. Sollte sogar vorher lassen werden, aber war darum noch seine Untersuchungen zu machen, die er alles in mehreren Büchern veröffentlicht hat. Und man kann ihn nur nachfühlen, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig, dass man genügend trinkt. So, von Ihnen ist zum Beispiel bekannt, wenn ich zu wenig trinke, dann entstehen Magengeschwür. Wenn Sie also zum Beispiel hier drüben, hier ist genügend Wasser und hier ist eine Dehydration. Das heißt, hier ist das Gewebe verdurstet und hier entstehen Magengeschwüre. Und da im Magen Säure ist, ist eine hohe Konzentration von Säure und die führt dann zu Magengeschwüren. Deshalb ist Trinken das Allerwichtigste, vor allem für ältere Menschen. Genauso kann es in unseren Gelenken aussehen. Hier ist also ein Gelenk, an der Seite ist alles in Ordnung, hier ist das Gelenk ausgetrocknet. Und also die Schleimhaut, und dadurch, durch das trockene Gelenk, gibt es entsprechende Schmerzen, die also verhindert werden, wenn man viel trinkt. Deshalb muss man das Trinken, das regelmäßige Trinken immer mit einbeziehen, und vor allen Dingen, um solche Krankheiten überhaupt zu verhindern. Und Wassermangel ist ein Stress. Wenn Sie nicht trinken, Dehydration, dann kommen Sie unter Distress. So müssen Sie das auffassen. Also wenn Sie wenig trinken, werden Sie unter Stress gestellt und der Körper reagiert so und es bahnen sich entsprechende Krankheiten an. Nun, auch psychische Störungen können bei Wassermangel auftreten. Zum Beispiel unmotivierte Müdigkeit und Gliederschmerzen, unmotivierte Reizbarkeit und Erregbarkeit, Hitzegefühl, Ängste, Mutlosigkeit, Depression, schwerer Kopf, auch manchmal Muskelkrämpfe, Schlafstörungen,
dann schnelles Aufrauschen, also nicht werfen der Emotionen, grundlose Ungeduld, Aufmerksamkeitsdefizite sind alles Folgen von Wassermangel. Auch Kurzatmigkeit bei Gesunden, übermäßig großes Verlangen nach industriell hergestellten Tränken. Bitte, diese ganzen Brausen und Limonaden sind schädlich und nicht nützlich. Wasser, aber natürlich gutes Wasser muss man trinken und eventuell muss man sich zu Hause Filter anwenden, um wirklich gutes Wasser zu haben. Und also das heißt, Wasser ist für die Psyche außerordentlich wichtig. Und warum ist das Wasser prinzipiell für uns wichtig? Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser erzeugt in jeder Körperzelle gemeinsam mit den Mineralien elektrische und magnetische Energie, die wichtig ist für unser ganzes Leben. Wasser liefert Kraft zum Leben. Wasser ist das Hauptlösungsmittel für Mineralien und Vitamine in unserem Körper. Wasser ist ein Transportmittel für alle Stoffe im Körper, einschließlich Sauerstoff. Und Wasser liefert die Kraft und elektrische Energie für die Funktionen des Gehirns. Und Wasser ist Informationsträger. Das müssen wir also hoch schätzen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, meine Botschaft übermitteln. Ehre das Wasser. Schützt es vor Missbrauch, vor Missachtung, vor Vergiftung, vor Verunreinigung und vor Privatisierung. Der Verlust des Wassers, der Notstand muss verhindert werden. Ehret das Wasser und schützt es vor Missbrauch.